Howdy, ihr räudigen O'Driscolls und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Junge, der Arthur sieht so mitgenommen aus. So. Was wollen wir denn heute für Abenteuer erleben, liebe Freunde? Wir haben wieder zwei Quests im Camp. Außerhalb ist nichts weiter. Pferdehehler haben wir hier. Ich würde sagen, dann machen wir einfach gleich mit den Hauptquests weiter, oder? Muss wieder ein bisschen vorangehen hier, Freunde. So. Ja, Lucy hatte geschrieben, diese Traumfänger sind so mit die schwierigsten Sammelobjekte. Die hängen meistens in Bäumen. So, hier werde ich erstmal die Waffen anpassen. Dann machen wir die hier. Und den Schofield Revolver. Nicht das Pferd, nicht das Pferd. Oh Gott, der ist immer noch hinter dem Pferd. Jetzt müsste es gehen. Nein! Oder? Komm her, Junge. So. Was habt ihr denn, liebe Freunde, hä? Was habt ihr denn? Junge, die Räuber werden auch immer dreister, ey. Und vor allem werden die auch immer mehr, oder? Kann das sein? Es war so friedlich in den Wäldern von Rhodes. So, komm, jetzt machen wir weiter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Langsam hier. So. Ja, einer nach dem anderen bitte. Wer hat hier gerufen? Okay. Dann hat nicht. Trelawney. Was los? Oh, nice. Also ich weiß, wie der Trick eigentlich geht, aber bei ihm sieht man ja gar nichts. Er scheint wirklich zaubern zu können. Geil. Sieht gut aus, Junge. Sieht gut aus. Howdy. Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds.
I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So. Na dann los. So where do we find this friend of yours? Rhodes. Rhodes. What can possibly go wrong there? Oh Gott, ich glaube, er steckt fest. Nein, okay, doch nicht. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt eine Kutsche überfallen könnten, weil das ist ja auch eine Aufgabe. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. But I see you macht. That's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I've done my part. Each to their strengths, dear boy. Und da war wieder der Black Screen, Freunde. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Osea, but you know how he is. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. Okay. Go on, back to what I pay you for. That was some ride, girl. Come on. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Oh, unser Freund mit der Maultrommel. So. That's the man there. Rotten to the core. That a fact. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Howdy. So. Here. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay, well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. What the hell was that? I thought you might like to see that pantomime. Kutsche kommt Richtung Süden, die Flussstraße runter durch Siltwater Strand. Wertsachen in einem Tresor. Passagier ist die steinreiche Mrs. Chester Damson, eine selbsternannte, aber unerträgliche Opernsängerin. Benutzen Sie Ihre Fantasie. River Road through Siltwater Strand, he said.
So, ich werde nochmal schnell Deadeye voll machen. Okay, let's go. This way. Okay, let's go. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Yeah. Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. Easy. Here we are. This is the spot. Hold. Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. There it is. Mm-hmm. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Ich versuch's. Hab ich auch ganz vergessen am Anfang. Gibt's gleich noch einen hinterher. So. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. No, 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 no. Good day. Hello. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm the best. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit. An opera. Blackwater. Just think. Okay, ich halte mal noch ein bisschen Abstand. I don't know. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Please. La 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 la. Aber macht sie doch ganz gut. Trio.
gonna dodge. Nice. Das hat echt funktioniert. Geil. Eine Kutsche haben wir also schon ausgeraubt. Ohne Ehre verloren zu haben. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough, but Mrs. Damson, magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Na, das lief doch gut. A little finesse for once. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. That's all you got? See you soon, Arthur. Howdy, howdy. Nice, Junge. Okay. Wenn ich jetzt hier gerade in der Wildnis bin und hier im Sumpf vielleicht noch recht wenig entdeckt habe, würde ich hier mal das Fernglas zücken. Wir können natürlich auch versuchen, diese Folge in das Wolfsgebiet mal zu reiten. Und da... Acht, waren es acht? Tiere zu töten vom Pferd aus. So. Vogel untersuchen. Nee, der war es nicht. Howdy, howdy. So, pass mal auf. Zack. Irgendwo ein Vögelchen hier. Da oben. Zu weit weg. Rosa Löffler. Hübsch. Und dann hier. Seidenreiher. Nice. Noch irgendwelche Tiere hier, hallo? Da flitzt irgendwas. Nein! Nein! Nicht du! Nicht du! Verzieh dich! Oh, 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 oh! 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 Den hab ich nicht gesehen! Den hab ich nicht gesehen! Oh. Alter, das kleine Vieh ist immer noch hinter mir. Lass mich in Ruhe. Oh. Ja, okay, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe es knurren gehört, aber ich hatte einen anderen Alligator in der Ferne gesehen. Das Vieh ist immer noch da. Es tut mir leid, Freunde, aber... Das hätte mich doch nie in Ruhe gelassen.
So. Fernglas. Den Vogel kennen wir auch noch nicht. Sehr schön. Da ist noch irgendein Alligator. Ist das auch nochmal ein neuer Vogel? Alter. Dreifarbiger Reiher. Was geht denn hier ab? Hör mal. So. Den kennen wir schon. No, no, no. Neuer Tagebucheintrag. Ja, hat sich die Tiere wieder reingekritzelt. Okay, Freunde. Ich würde sagen, dann haben wir erstmal wieder ein paar Tiere entdeckt. Schau mal schnell bei den... Und zwar unter Herausforderungen. Hier war es, glaube ich, das war mit Schatz. Reitkunstmeisterjäger war es hier. Spüre 10 verschiedene Tierarten mit dem Fernglas. Warum ist da immer noch nichts? Warum steht da immer noch 0 von 10? Verstehe ich nicht. Haben wir doch jetzt gemacht. Ach so, nee, weißt du was? Das ist wie, ich glaube, das ist anders gemeint. Kann das sein, dass das unter Kompendium Tiere... Dass es vielleicht nur darum geht, dass man... dass ich nicht verschiedene Vögel zum Beispiel, sondern halt die Tierart ist Vogel. Ne, das heißt, wenn ich... Bringt mir nichts, wenn ich 20 Vögel entdecke. Verstehe, okay. Okay, aber gibt es denn dann überhaupt noch so viele Tierarten zu finden? So, ich wollte noch ins Wolfsgebiet. Und das wäre hier so. Ja. Es tut mir leid, Freunde, aber wir müssen leider ein paar Wölfe erlegen. Oder ich knall ein paar Alligatoren ab. Das würde halt auch gehen. Wenn es hier so viele gibt. Könnte man auch machen. Damit könnte man das auch versuchen. Da waren ja einige. So, hier zum Beispiel, da drüben ist einer. Nice. Amerikanischer Alligator. Eieieiei. Boah. Junge, hier wird alles verwertet. Alles wird hier verwertet. Legen wir schön ab. Ja.
So, wo war noch mehr? Oh, ein Regenbogen. Ja, waren hier nicht noch? Aha, da hinten. Ah, Junge, guck da durchs Gebüsch. Jetzt hat die roten Augen. Ist er tot? Ja. Boah. Perfektes Fell. Kann das sein, dass ich hier auch verschiedene Arten töten muss? Ja, ne? Oh, dann würde ich das perfekte Fell ja eintauschen. So, mach mal so. Okay. Dann würde ich sagen, mach mal vielleicht zum Trapper, wenn es hier irgendwo einen gibt. Nee, nicht wirklich, oder? Ja, ansonsten behalte ich erstmal das Fell. Nee, okay, also Wenn wir jetzt verschiedene Tierarten vom Pferd aus töten müssen, dann werde ich das jetzt natürlich nicht schaffen. Aber im Verlauf des Spiels muss mir einfach merken, ich darf nicht mehr vom Pferd absteigen. Egal was ist. Nee, komm, weißt du was? Was sagt denn die Zeit? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann mache ich jetzt zurück ins Camp. Einfach noch die andere Mission da. Howdy, howdy. Hey there, mister. Jetzt doch noch mal kurz gucken, ob das wirklich so gemeint ist. Herausforderungen, Meisterjäger, nee, das war es nicht. Scharfschütze, Bandit, Entdecker, wo war denn das? So, Meisterjäger, Reitkunst. Ach, unter Reitkunst war es, ne? Ach, doch, es hat gezählt. Okay, doch, Freunde, es hat gezählt. Alles klar, ich war verwirrt, weil es nicht angezeigt wurde. Aber zwei verschiedene Tierarten mit einem Deadeye ist doch theoretisch auch möglich, Hammer. Das heißt, es ist theoretisch möglich. Es ist natürlich möglich. Howdy, ich bin's nur. Und wir folgen dem Hasen hier mal.
Wenn der irgendwo hinrennt. Alle Gegenstände. Deadeye. Komm, Hase, geh irgendwo hin. Ah, da sind Vögel gewesen. Verdammt. Komm schon, Hase. Geh zu deinem Kumpel, dem Dachs. Na los! Kann doch nicht sein, dass jetzt hier kein anderes Tier da rumschawenzelt. Los! Oh Gott. It's me! Damn it! Wir haben es geschafft, Freunde. Töte 5 Vögel im Flug von einem fahrenden Zug. Oh, Freunde! Kennen wir die Herausforderung nicht? Okay, das könnten wir eigentlich auch probieren. Ja, die Fälle sind natürlich jetzt ruiniert. Aber es ging mir vor allem um die Herausforderung. Alter, die... Was sind denn das hier für... Was war denn das für ein Schwarm, Junge? So. Soll ich das nochmal probieren? Herausforderung abschließen? Aber wir müssen es irgendwann machen, Freunde. Wir müssen es irgendwann machen. So. Nee, weißt du was? Dann reite ich hier doch nochmal ins Wolfsgebiet. Und hole mir ein paar Wölfe. Ist da fremde Person? Howdy, howdy. Oh, alles klar. Hey there, partner. You interested in a little friendly competition? Klar. You a shooting man? I've been looking for a challenge and I ain't found one yet. What'd you say? Klar. Why don't we find out? Good. Whoever shoots the most bottles wins, okay? Okay. All right. All right, stand alongside me. Soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Okay. Ach so, da ist ja noch mehr. Maybe you were just outgunned. I ain't happy with that, not one bit. What do you say? We raise the stakes a little. Ja, und dann geht's wieder um Vögel, ne? Komm. Come on. Well, that's what I like to hear. How about this? You shoot 4 birds out of the sky before me. We'll call it a day. Ein Moment, geht sofort los. All right, rules are simple. We're doing 1st to 4. You can count to 4, I hope. Ja, müsste ich hinkriegen. Stand close. As soon as you see him, start shooting. Oh Gott, hoffentlich sind die nicht zu weit weg. Oh, trying to cheat your corners, huh? So, meiner. Sind wir hier durch, oder was? You got a damn good shot, mister. Natürlich. Here you go. As promised. Thanks, friend. Thanks, friend. Careful now.
Next time I may not hold back. Alles klar. Okay, jetzt aber auf zu den Wölfen, Freunde. So, komm. Holen wir uns hier noch was rein. Zack. So, ist vielleicht jetzt nicht so clever, in der Nacht das zu machen. So ein Kojote gehört halt schon dazu, oder? Zu einem Raubtier. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Es tut mir leid. Silberdachs? Wohl eher nicht. So, ich gucke jetzt mal schnell in die Herausforderung, ob das gezählt hat. Es hat gezählt, Freunde. Hatte Folgen. Hier muss irgendwo noch ein Kojote sein. Oh Mann. Es muss sein, Freunde, es muss sein. Hirsch, unbekanntes Tier. Wo lang? Da. Scheiße. Geht da hinten ja auch noch weiter. Aber unbekannte Tiere sind halt gut, ne? Shit, hab ich jetzt meinen. Doch, hab ich. Werte folgen. Ja, komm. Verdammt. Alter, wo ist das Tier denn lang? Nee, komm, in der Nacht wird das nichts. In der Nacht wird das nichts, Freunde. Wir müssen noch... Fünf Raubtiere, Freunde. Fünf Raubtiere müssen wir leider noch killen. Schauen wir da oben nochmal. Yeah.
klingt auch nach Fuchs, ne? Verdammt! Warte, ich schau nochmal schnell. Nee, dann schauen wir nochmal hier. Vorsichtig, vorsichtig. Ich weiß halt nicht, ob Wildschweine sind. Wildschweine auch Raubtiere? Eigentlich ja nicht. Töten ja keine anderen Tiere, um zu fressen. So, hier ist irgendwas. Jetzt auch gerade gezischelt. Unbekanntes Tier. Ach komm, weitermachen. Ach je, und das gute Fell. Warte, Pfeffi, warte. Ja, Freunde, es tut mir leid, dass das alles ein bisschen so träge vorangeht, aber das ist es halt, ne? Wenn man das auf 100% durchspielen will. Dann muss man halt diese ganzen kleinen, miesen Herausforderungen auch machen, ne? Schon. Das sind keine Raubtiere. Komm, 5 Raubtiere kriegen wir die Folge noch. Let's go. Oha. Oh ja. Oh ja. Vier. Innerhalb von 17 Minuten von Van Horn nach Blackwater ohne Wasser zu berühren. Was ist denn das? Weiß ich, ja. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Es tut mir leid. Ach, Quatsch, nicht aufheben. Wir wollen ja nur die Felle. Die sind zwar alle natürlich jetzt verhunzt, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Oh Mann. So, ich pack die noch schön auf den Pfeffi. Können wir dann wirklich mal beim Trapper vorbei, Freunde. Und die ganzen Fälle verticken. Ach, Mann, ich heb die mal auf. Zack. Ja, Freunde, das Spiel ist hart. Aber so ist es nun mal. Auch noch. Könnte sich natürlich noch mal... Es ist doch nicht wahr. Jedes Mal drücke ich X. Könnte sich natürlich mal für die Zukunft vornehmen, dass man auch
die richtigen Waffen gleich auswählt und die Tiere nicht vollkommen zerstört damit. So, kommen die zwei anderen, lasse ich jetzt noch liegen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir ein paar Herausforderungen abgeschlossen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen dann zur nächsten Folge. Ciao.